Welches meint ihr? Welches meint ihr? Welches Video meint ihr? Das geht an Mois? Was für ein Video meint ihr? Wo ist das? Ich verstehe. Ist es neu oder wie? Ansage an Mois. Hashtag Free Olli. Wen haben wir hier? Yo, Leute! Hallo, ich bin's. Michael. Also, ich habe jetzt hier ein Stativ. Ich kann es jetzt an den Boden stellen. Und kann Schießdeck machen. Also, Christian kommt jetzt. Und... Leute, ich würde sagen, wir gönnen uns jetzt einfach nur noch Ansagevideos. Wir geben jetzt einfach das Wort Ansage bei YouTube ein und dann schauen wir mal, was dabei rumkommt, Alter. Also, es ist die iPod und es wird morgen. Morgen und übermorgen sollte Vlogs online kommen. Und ein Schlüsselfeed wird die aufloggen. Also, mir ein Schlüsselfeed wird die vloggen. Aha. Und ich hoffe, dass das nicht mehr merkt, sonst bin ich so am Arsch. Keine Ahnung, ich spreche diese Sprache nicht. Schauen wir mal, Ansage an Revinzeit. Feuerwehr Daniel, ja gut, das kennen wir ja schon. Gucken wir mal diesen Monat hier. Hat sich keiner getraut, eine Ansage zu machen, tatsächlich nicht. Schade eigentlich, ne? Montana Black 88, Monto, du ehrenloser Faker. Okay, gucken wir mal hier. Was meine saftigen Freunde, willkommen zum neuen Video. Da Marcel Scorpion hier, wie man sieht, da mit seiner großen Nase, da möchte ich jetzt eine Ansage gegen Montana Black raushauen. Wieso gegen Montana Black? Ja, der Typ mit seinem Lambo, der Lambo gehört eigentlich mir, ja? Seine Freundin gehört auch mir, ja? Ja. Der hat einfach keine Freunde, der verarscht seinen Zuschauer, der macht Fake-Web. Vertraut ihm nicht, Leute. Der, ich bin gefährlich, er passt jetzt auf. Ja. Ich bin gefährlich. Und er soll... Ja. Auf dieses Video nicht reagieren. Wenn er reagiert... Alter, Digga. Weißt du? Wir sehen uns auf der Gamescom, Bruder. Du bist vorbei. Ihr und Marcel Scorpion, ihr könnt alle kommen, Alter. Ihr seid weg. Ihr seid weg. Ihr seid alle weg. Passt auf jetzt. Ich bin gefährlicher Junge. Ja? Du mit deiner Raucherlunge. Ich schaff 10 Liegestützen. Pass auf. Hast du gesehen? Wieso laden Leute sowas hoch, Digga? Was ist denn das, Alter? Ich versteh's nicht. Ich schaff wenigstens. Hast du gesehen? Du schaffst das nicht. Bruder, pass auf, was du sagst. Okay. Ich will das mal gesagt haben. Du bist, Legende. Du bist Opfer. Krass. Also das ist schon krass. Da würde ich sagen, machen wir doch direkt mal weiter, bevor ich jetzt kotze, bevor der junge Mann nochmal seinen Bauch zeigt. Gucken wir mal ganz kurz, was wir hier noch haben. Revi nimmt, Inscope nimmt die Revinzeit die Ehre. Ach so, okay. Wüsste ich jetzt nicht, dass da was passiert ist. Ansage an Bio-Verbot. Gucken wir mal hier ganz kurz. Hey! Hör auf! Ey, die platzt! Kann ich kurz fragen, wieso jeder Streamer plötzlich so, also... Ist das Internet einfach scheiße oder? Ich will das noch trinken! Hast du schon mal einen Blitzesten beleidigt? Das kann man doch so nicht mehr trinken, Mann! Ja, das ist. Bist du doof? Hä? Hä? Jetzt kann ich nur noch so trinken. Scheiße! Gut, wir geben jetzt einfach nochmal Ansage ein, meine Freunde. Komm, wir schauen uns nochmal, was noch für Ansagen gibt. Interessante Ansage. An Karist. Okay. Tanzverbot, heftige Ansage gegen mich. Lilano, du Hurensohn. Okay, schauen wir mal ganz kurz. Jo, Leute. Lil Trippy hier. Mhm. Ja, Lil Trippy. Kennt mich noch als Shufflebass. Ja. Wir reden heute über Lilano. Ja. Dreckiger Hurensohn. Hast du gehört, Junge? Nutzt jemand den Terminus Ansage eigentlich noch so wirklich... Also als wirkliche Ansage, also ich mache jetzt eine Ansage, Digga, ich mache dir jetzt eine Ansage, Lil Trippy, da bin ich raus. Oder ist es wirklich nur noch so, ist das so ein Meme-Ding? Ich mach mal kurz die Tür auf, Alter. Jetzt könnt ihr hier meinen Stuhl ganz kurz angucken. Den kann man übrigens auch im Shop kaufen. Hier. Ich hoffe, ihr habt euch alle den Stuhl bestellt an der Stelle. So, warum er ein Hurensohn ist, sage ich euch ganz einfach. Mhm. Er klaut einfach meine Songtexte. Der Ach krass, okay, ja. Ohne mich wäre nicht Lilano. Ja. Ohne mich gibt's keinen Lilano. Weißt okay. Ich habe Lilano erfunden, habe ich. Ja. Wir machen jetzt einen Song von ihm an, was er von mir geklaut hat, der Hure. Geht. Und wenn das Video live? Tausende Klicks hat, Alter. Digga, komm, das kann ich mir auch nicht ansehen. Schauen wir, was es noch für Ansagen gibt, Leute.
Ich gucke mir gerade Ansagen an von Leuten. Max-Verbotsansage an die Turboschmiede Wilhelmshaven. Ja, okay. Ansage an Flair. Guck mich nicht. Ansage an Lil Philipp. Wer ist Lil Philipp? Ansage an Lil Lano. Digga, wie viele Ansagen Leute hoch, oder? Level Ansage an Bushido und Anna Maria. Flair macht Ansage an Chanel. Klare Ansage. Kram Karrenbauer. Kollegas Ansage an KuchenTV. Ah ja, schauen wir mal hier rein. Da gibt es die Leute bei YouTube, die reagieren nur. Das sind die Passiven. Das bin ich an der Stelle. Da mache ich direkt aus, Alter. Kollege hat mich gedisst, da muss ich direkt ausmachen. Haftbefehl, Ansage an Donald Trump. Interessant auch. ASMR, Ansage an Concrafter. Lass die Fotze ein bisschen zappeln, denn der Knockout kommt am Ende. Ah ja, okay. Hallo meine lieben Freunde. Wie kann man denn eine verfickte ASMR-Ansage machen? Digga, schreib noch Top 10 Fortnite-Tänze rein, dann hast du jeden YouTube-Trend mitgenommen. Wirklich, Alter. Früher versus heute, Top 10 Fortnite-Tänzer, Ansage ASMR an Flair. So ein Ding. Ich bin's wieder. Euer Marvin. Marvin, halt's Maul. Und noch Luca. Da ist ich bestimmt dachte, oh, wenn man nur Luca eingibt und meinen Namen sieht, denkt man, ich bin Fame und ich bin every night der Luca. Aber nein. Okay, das every night war ein bisschen cringe. Das sollte jetzt nicht so gut rüberkommen, aber... Was denkst du eigentlich, wer du bist, Konkrafter? Ja, Luca. Krass. Wir werden jetzt hier ganz genüsslich auf seinen Kanal gehen. Mhm. Hier sehen wir schon seine Videos. Vor 3 Stunden. Der heißeste YouTuber. Chat, bin ich jetzt irgendwo, also... Irgendwas Brennendes. Aber das Video, das alles ausschlaggebend gemacht hat, dass ich dieses Video hier drehe, ist... Digga, normalerweise wird man bei ASMR entweder entspannt, müde... Oder einfach nur geil. Ich werde hier hungrig, sauer und mein Pimmel zieht sich nach innen zurück, Alter. Wirklich. Der hat eine absolut unangenehme Stimme. Da muss ich auf jeden Fall wieder raus. Und wir schauen mal, was wir noch hier haben, Digga. Fix hat eine Lost Club-Bewerbung gemacht. Juckt mich nicht, Alter. Schau ich mir nicht an. Schau ich mir morgen an, Digga. Let's go. Was haben wir noch? Ansage. Ansage, Digga. Ansage. Ansage an Noob Squad. Ansage an diese Fortnite-YouTuber. Okay, das geht an mich, Digga. Let's go. Was geht ab, Land? Euer... Ja, da ist schon wieder Zeit, den C63 AMGS mit 200 km/h gegen die Wand zu setzen. Ja, Gohan Summer. Jo. Leute, heute wieder mit einem neuen Video back auf meinem Kanal. Und zwar wollte ich mal ein bisschen um ein paar kleine Verbitzen reden. Kleine Horns, die ein bisschen meinen Kopf ficken hier. Also ja. Ich verstehe auch nicht, was losgeht. Ja. Leute, werden einfach frech. Leute kriegen Eier, Leute kriegen... Ich krieg Hass. Was ist los mit euch? Was ist? Bruder, entspann dich doch. Wir sind doch alle Freunde, Mann. Komm runter. Was ist los mit euch? Erklär mir, was ist los mit euch? Okay. Die Leute, die sind hinter ihren Computern, ne? Mhm. Sind die wildesten Leute, die es gibt. Ich verstehe euch nicht. Was geht ab bei euch? Jetzt erklärt mir das mal. Was ist los? Ich verstehe nicht, was dein Problem ist, Digga. Ich verstehe nicht, was dein Problem ist. Ansage an diese Fortnite-YouTuber. Aber was, wir sind die wildesten hinterm... Genghis, würdest du sagen, dass du hinterm Computer der wildeste YouTuber bist? Aber vorm PC wirklich nicht wild bist? Würdest du das so sagen? Hinterm PC? Also hinterm PC bist du da der Wildeste? Zu wild? Ja. Ja? Und vorm PC aber nicht, oder? Weil er hat eine Ansage an alle Fortnite-YouTuber gemacht. Was ist los? Er fragt nur, was ist los? Ich versteh's nicht. Diese ganzen Fortnite-YouTuber, ne? Ja. Ich bin selber ein Herr. Ja, du bist selber ein Herr. Diese ganzen ist auch wieder ein bisschen extrem. Mhm. Es gibt extrem viele. Extrem viele. Und ich benenne euch auch beim Namen. Mir ist das scheißegal. Oder? Okay, sag Namen bitte. Was wollt ihr machen? Wollt ihr mich anficken? Nein, wollen wir nicht. So, fangen wir direkt bei dem ersten an. Avis. Olem, Avis. Wir wissen alle, ich war in diesem Gespräch nicht dabei. Aber du weißt, wenn du dieses Video siehst, weißt du, welches Gespräch das ist. Und nach diesem Gespräch, dass du noch Eier schiebst. Ich verstehe es nicht, Alter. Keine Ahnung, Mann. Leute, ich gucke mir jetzt mal ein Ansagevideo an, dann bin ich raus. Dann ist vorbei. Dann Ansage an Fußballspiel von Paprika HD. Das schaue ich mir noch an. Alter, ich raste aus. Wir haben Gold gefunden, Jungs. Wir haben gebuddelt und wir haben Gold gefunden. Wir sind ganz tief in die Crackmine abgestiegen und haben in einem Tunnel Gold gefunden. Kann nicht sein, ne?
am Mittwoch hatten wir in der Schule so ein komisches Fußballspielfest, wo wir gezwungen wurden, einfach da 4 Stunden lang zuzugucken. Ihr wurdet gezwungen, 4 Stunden Fußball zu gucken in der Schule. Krank. Es war der Lehrer egal, ob es uns interessiert oder nicht. Mhm. Und weißt du, mich tut Fußball einfach nicht interessieren. Okay. Nichts gegen Fußball, aber mich interessiert es einfach nicht. Ist ja okay. Ja. Ja. Weißt du, was aber noch schlimmer war? Was denn? Die hatten einfach keine Stühle. Keine Bänke. Aha. Nix. Aha. Hätten können einfach ein paar Stühle oder Bänke rausstellen. Nee. Sag mal, seitdem jeder ein Smartphone hat, Alter, macht jeder eine Ansage gegen irgendwas, Digga. Der macht gerade eine Ansage gegen ein Fußballturnier, was bei ihm in der Schule stattgefunden hat, weil da keine Bänke und Stühle standen. Ey, ich finde, es sollte so eine Art Internetführerschein geben, so ein Intelligenztest. Und wenn man halt wirklich zu dumm ist oder einfach einen zu kleinen Pimmel hat, dann darf man das Internet nicht mehr benutzen. Eins von beiden. Oder vielleicht beides gepaart. Irgendwie so ein Sprachenlernen, Bubble. Ihr wisst, was ich meine. Es gibt so ein Wort dafür. So eine Kreuz. Ich halt mal Maul. Wir mussten da auf dem harten Boden sitzen. Mhm. Da, wo es dieses komische Fake-Krass ist, ne? Da, ja. Weißt du noch was? Ja, was weiß ich noch? Es gab nicht mal eine ordentliche Rückenlehne. Nein. Wir mussten uns einfach ans Gitter anlehnen. Scheiße. Alter, schrascht aus. Mhm. Ne? Ja. Noch schlimmer. Was denn? Weil es uns nicht interessiert hat. Was hat euch nicht interessiert? Hab ich und meine Freunde einfach ein bisschen am Handy YouTube geguckt. Mhm. Ja. Ja. Was ist, fliegt einfach von irgendwo so einen komischen Schuh auf uns. Ach Mensch. Alter, warum fliegt überhaupt ein Schuh auf uns? Ja, Mensch. Und dann hat der Lehrer gesehen, dass da ein Schuh auf uns geflogen ist. Ja. Und wir bekommen Ärger. Scheiße, weil wir im Handy scheiße, sind. Mensch, scheiße. Alter. Alter. Fußball hat uns einfach nicht interessiert. Das war's. Ich bin raus, Leute. Ich bin raus. Tut mir leid, ich hab Hunger. Ich kann mir das nicht weiter reinziehen. Das ist auch irgendwann sind wir an einem Punkt, sag ich mal, wo es dann noch reicht, ne? Deshalb freut sich sicherlich Hori über einen Raid von meiner Seite hier, meine Freunde. Wir sehen uns morgen Abend nochmal zu ein paar Games.